Auf dem Smartphone wechsle ich in mein Mailprogramm, habe hier eben diese E-Mail mit dem entsprechenden Link und gelange also hier sofort in die mobile Zeiterfassung. Ich trage hier eben mein Passwort ein. Klick auf Aktualisieren und bin eben jetzt sofort angemeldet. Jetzt kann ich eben in die entsprechenden Felder reintappen. Gehe also hier in das Monat rein, zum Beispiel den 2. Mai, nächstes Feld Mitarbeiter. Gelang hier in mein Projekt Einbauschrank 2. Sehen wir später in AV wiederum. Das Zusammenspiel, Position, hier wurde ein Einbauschrank im Buche angelegt, Kostenstelle, Arbeitsvorbereitung, hier kann man erklärend einen Text dazu schreiben. Und die Arbeitszeit, beispielsweise 3 Stunden. Und dann tappe ich auf das Enter-Zeichen vom Smartphone und somit wird also sofort diese Zeile abgeschlossen. Grüne Zeilen sind also komplett ausgefüllt und gültig und können später eben vom AV dann auch verbucht werden. Gehe also in einen weiteren Datensatz. Wir machen jetzt hier mal die Montage. Montage und tragen hier 6 Stunden ein. Und auf dem Smartphone machen wir das Enterzeichen und somit wird eben unten rechts mit dem Enterzeichen der Datensatz bestätigt. Ich klicke hier auf Aktualisieren und wir sehen jetzt, nachdem die Zeiten fest verbucht wurden in der Branchensoftware, werden nun diese beiden Zeilen grau angezeigt und ich kann diese abgeholten Zeiten auch ausblenden und habe also jetzt nur noch diese gegenwärtig aktiven Zeiten hier und kann also hier wiederum eine neue Zeit eintragen. Gehe wieder in meinen Mitarbeiter rein, wähle ein Projekt aus, Position wie gehabt, Kostenstelle, Arbeitszeit und unten rechts am Smartphone das Enter-Zeichen betätigen. Wir möchten auf dem Smartphone auch auf den Hilfebereich oben rechts hinweisen. Hier ist eben auch nochmal erklärt, dass man die Return-Taste gedrückt halten kann. Darüber hinaus haben wir beim Knopf Aktualisieren die Möglichkeit, einfach die Datensätze zu aktualisieren, um beispielsweise überflüssige leere Zeilen zu neutralisieren. Der Schalter Zurücksetzen bewirkt, dass eben die Zeiten, die eingetragen wurden, aber vom AV noch nicht fest verbucht wurden, gelöscht werden wieder. Natürlich werden abgeholte Zeiten, wie wir sie hier haben, nicht gelöscht, wenn man eben hier auf Zurücksetzen klickt. Abmelden bewirkt eben, dass dann Benutzername, Passwort hier wieder leer erscheint.